Es geht um 1,5 Millionen Euro und der Kampf beginnt mit diesem Spiel. Gleiche, oder? Die Torwand. Ja, man muss sagen, in der letzten Show, wir wollten sie wieder zurückhaben. An Dramatik war das Finale ja nichts zu überbieten. Aber das, man muss mal zugeben, das kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen. Ja? Das ist eine völlig andere Situation, ja, das klar. Jetzt am Anfang zu machen, als im letzten Spiel. Nach 6 Stunden. Ja, das kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen. Ich weiß aber nicht, wozu das führt. Wir werden es sehen. Vielleicht flattern die Nerven, vielleicht auch nicht. Kommt beide mit her. Ich erkläre euch ganz kurz die Regeln. Im Prinzip wie beim letzten Mal. Ihr schießt abwechselnd auf diese Torwand nach dem Sudden-Death-Prinzip. Das bedeutet, wer trifft, während der andere verschießt, gewinnt das Spiel. Ihr habt pro Schuss 30 Sekunden Zeit. Die zählen wir auch rückwärts. Die werdet ihr auch akustisch hören, die letzten 5 Sekunden. Nur, dass ihr bereit seid. In diesem Fall entscheidet wieder die Münze. Wer beginnt? Stefan lacht die ganze Zeit. Ja, das ist so. Ja. Also, da ist die Münze. Und es ist rot und das ist in diesem Fall Reint, der beginnt. Du kannst dir den Ball da hinlegen, da ist die Markierung. Moment, ich muss 30 Sekunden danach, wenn er fertig ist, oder 30 Sekunden ab dem Zeitpunkt, wo ich sage, wenn so, du den jetzt Ball hingelegt hast. Moment, da muss ich mich erstmal etwas vorbereiten hier. Ich bin ja. Was heißt vorbereiten? Ich glaube, ich krempel mir mal die Buchse hoch zum Beispiel. Die Buchse hoch? Solange du sie anlässt. Ja, Stefan? Stefan Reint ist ja dran. Du kannst bitte zur Seite gehen. Okay. Kannst die Buchse noch höher machen? Wann fängt die Zeit an zu laufen? Also, das erste Spiel heißt die Torwand und beginnt jetzt. Also, Raab hat es angesprochen, das ist natürlich eine ganz andere Situation jetzt in Spiel 1. Wie wohl, er muss natürlich erstmal seine Nervosität ablegen hier. Reint. Du hast nur noch 5 Sekunden Zeit. Wie gesagt, Sudden Death. Stefan muss jetzt treffen. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob er wieder. Na, er läuft richtig an wie ein Fußballer. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise ist er der Lupfer. Noch 10 Sekunden. Okay. Und mit Verlaub, das war der beste Schuss von Stefan Raab der letzten 2 bis 3 Jahre. Das muss man deutlich sagen. So, Reint damit. Jawohl. Und jetzt wirkt das alles so leicht, so locker, so spielerisch. Zumindest beim Kandidaten. So, das war schon eng. Das war schon eng. Aber glauben Sie mir daheim an den Bildschirm, wenn Sie jetzt über Alex noch mal lachen aus der letzten Sendung, wenn es am Ende ums Geld geht, wird das Loch deutlich kleiner. Jetzt fängt der auch an. Der dritte Treffer, Stefan muss auch treffen. Okay, wir versetzen die Marke und zwar gehen wir jetzt 2 Meter nach hinten. Also jetzt 7 Meter Distanz bis zu diesem winzigen Loch in der Torwand. Oh, so, ja, aber rein. 7 Meter. Ja. Du bist ja gleich dran, Stefan. Eieiei. Erst kommt er rein.
geht um 1,5 Millionen Euro. Ganz souverän, Rein. Der macht einen guten Eindruck hier. Dieses blöde Spiel hat er dann schon mal weg hier. Raab aus 7 Metern. Nein! Scheiße! Erstes Spiel. Ah, Gott. Wow. Da ging ja ganz schön die Pumpe, ne? Ja, aus 7 Metern ist schon ein bisschen anders. Da muss man halt drauf latschen, ne? Ja. Was war das denn vorher? 2 Meter? 5 Meter. 5 Meter. Da kannst du halt locker schießen, wenn du Druck machen musst. Ja. Das erste Spiel. Wären wir beim letzten Mal auch weiter weggegangen, wenn es dazu gekommen wäre? Nee, ich glaube, um die Zeit hätten wir das auf der Weite gelassen. Wir schauen uns den Gesamtpunktestand nach Spiel 1 einmal an. Und Rein geht mit 1:0 in Führung.